Verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute haben wir schon zweimal über 70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. Welcher Höhepunkt hätte es sein können, unter dem jetzt folgenden Tagesordnungspunkt das inklusive Wahlrecht so zu schaffen, dass es die Menschen mit Behinderungen ohne weitere neue stigmatisierende Dinge erreicht? Diese Sternstunde im Parlament, die möglich gewesen ist, fällt aber leider aus. Heute ist kein guter Tag für Menschen mit Behinderungen und kein guter Tag für die Menschen, die von den Wahlrechtsausschlüssen betroffen gewesen sind. Die GroKo wird heute einem Gesetzentwurf zustimmen, der in Wirklichkeit von niemandem gewollt ist, nicht mal von Ihnen selbst. Die SPD will ihn im Grunde nicht, weil sie eigentlich schon lange für eine einfache Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse gestanden hatte, ohne die ergänzenden Regelungen. Die Union will ihn im Grunde nicht, weil sie immer noch Vorbehalte gegen das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen haben. Und das CSU-geführte Bundesinnenministerium hat sich sogar dazu verstiegen, vor dem Bundesverfassungsgericht bei der letzten Entscheidung in einer Weise vorzutragen, die Frau Kollegin Hasselmann, Frau Kollegin Rüffer waren auch dabei, vom Gericht als merkwürdig tituliert worden ist. Als Gesetzgeber aufgefordert zu werden, vom Verfassungsgericht gesetzgeberisch tätig zu werden, ist im Grundsatz kein unnormaler Vorgang. Das kann vorkommen. Es erstaunt schon dann mehr, wenn man im eigenen Koalitionsvertrag geregelt hatte, dieses Ziel erreichen zu wollen. Darauf konnten Sie sich aber nicht verständigen, und deswegen ist relativ unverständlich, weshalb Sie abwarten mussten, bis das Bundesverfassungsgericht Ihnen zweimal gesagt hat, dass Sie diese Dinge machen können. Das war nicht nötig. Sie hätten dem Gesetzentwurf der FDP zustimmen können. Sie hätten dem Gesetzentwurf von Grünen und Linken zustimmen können, und das Ziel Ihres Koalitionsvertrages wäre friktionslos erreicht worden. Sie stimmten nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen die Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse. Und das ist hier mehrfach dokumentiert. Sie haben mit Nein gestimmt, und deswegen sind Sie nicht glaubwürdig bei der Frage, dass Sie sich heute dieses auf die Fahnen schreiben wollen. Die Willenserklärung zur Abschaffung hatten Sie angebracht, aber Sie wollten und Sie wollen mit dem jetzigen Antrag immer noch die Europawahl nicht erreichen. Sie haben das gar nicht geändert. Sie wollen das Ergänzen durch Assistenzregelungen, die vor unbestimmten Rechtsbegriffen strotzen und mit weiteren Strafrechtsverschärfungen, wohl wissend, dass die Verfälschung der Wahl schon vorher strafbar war. Dazu brauchen wir keine neuen Regelungen, denn das galt immer schon. Und Sie haben vorgetragen, dass das von uns beantragte einfache Abschaffen der stigmatisierenden Wahlrechtsausschlüsse in der Praxis gar nicht umsetzbar sei, in dem Brief des Bundesministeriums des Inneren an das Bundesverfassungsgericht, sich beziehend auf den bayerischen Landeswahlleiter, der vor Ort etwas ganz anderes dem Gericht mitgeteilt hat. Das war peinlich, sagt die Kollegin Rüffer, und sie hat nicht Unrecht. Und das würdigte das Gericht am Ende, indem es weitgehend antragsgemäß entschieden hat, mit der Folge, dass die Menschen, die vorher vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, jetzt doch die Europawahl erreichen können. Das ist die gute Nachricht des Tages, und das ist die einzig gute Nachricht im Zusammenhang mit der Beratung dieses Gesetzentwurfs. Die Maßnahmen, die Sie nach wie vor vorsehen, um im Grunde doch wieder zu einem Minus gegenüber dem Zustand zu kommen, die Wahlrechtsausschlüsse ersatzlos abzuschaffen, stehen heute in dem Gesetz. Deswegen kann man ihm nicht vorbehaltlos zustimmen. Und deswegen ist die Freude darüber, die wir alle teilen, dass die stigmatisierenden Wahlrechtsausschlüsse aufgehoben werden, heute begrenzt. Schade eigentlich, aber Ihre Entscheidung. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Kollege Sören Pellmann.